So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64. Eigentlich sollten jetzt heute die Münzparts kommen, die ich im Livestream machen wollte. Aber das hat überhaupt nicht so funktioniert, wie ich dachte, weil der Stream einfach mal völlig eskaliert ist, weil... ich sag nur Shorty und Co. Es ist eskaliert und deswegen habe ich jetzt leider das Video überhaupt nicht da. Und muss das Ganze etwas verschieben, deswegen mache ich heute jetzt nochmal, weil ich ansonsten gar keine Folgen hätte, einfach normal weiter. Auf die ganz normale altbewährte Tour. Wir spielen einfach das Eislevel hier mal weiter. Also Kurs 11. Das war ja. Alter, wo geht's denn da hin? Das Gefühl ist nicht gut. Ah, das ist in Ordnung. Hier ist noch normales Wasser. Yippie! Oh, gerade noch so geschafft. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass wir das hier auf dem Berg hier hinkriegen. Wir müssen hier auf den Kopf klettern. Und ich glaube, dass ich die Hilfe des Pinguins dafür brauche. Ich brauche erstmal eine Kamera. Erstmal brauche ich eine Kamera und dann können wir weiterreden. So, ja, ich weiß, wie das läuft. Eisatem, bla bla. Hört auch irgendwann mal damit auf, oder? Ich glaube, ich muss wirklich mit dem Pinguin da mitgehen, ne? Und auf einmal läuft er nämlich übelst los. Pinguin, was tust du? Geh nach vorne. Nun geh schon. Oh, auf einmal rennt er los, der Wichser. Oh, und auf einmal rennt der Alter los, Mann. So schnell kannst du gar nicht gucken. Scheiße, voll verkackt, ey. Okay, also nochmal nach oben. Das hilft dir alles nichts. Das war jetzt aber wirklich fies, ey. Vermutlich hätte ich es geschafft, wenn ich einfach rübergesprungen wäre, aber das wollte ich jetzt nicht riskieren. Na, hätte ich es mal lieber, weil jetzt bin ich ja letztendlich so oder so nicht da, wo ich bin. Für den Berg. Ja, hier ist ein bisschen dumm. Nein, 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 nein. Autsch, ne. Oh, ne, 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 ne. Oh mein Gott. Er schafft es und drängt mich wirklich noch ins Wasser. Kann ich nicht einfach. Nein! Ah, dieses verfluchte Schneegedöns. Nein, nein, nein. Was gibt's doch nicht, dass ich da jetzt auch, ich auch diesen Dreisprung hasse, weil er sich auch nichts festhält. Man kann einfach nichts. Ja, endlich, ey. So, und wenn der Herr Pinguin sich jetzt hier denkt, er kann hier einfach mal wie von Tarantula gestochen hier ausrasten, dann kriegt er Ärger von mir. Muss erstmal überhaupt herkommen. Ich habe echt keine Lust, es normal zu machen. Genau, komm mal her. Und jetzt geh auch von mir aus in einem Schritt ganz schnell darüber. Nicht stehen bleiben. Nein, jetzt. Oh, fuck, Mann. Und jetzt ist er da allen Ernstes. Schön auf der Mütze gelandet. Jetzt ist der da allen Ernstes. Ja, okay, pass auf. Ein letztes Mal machen wir noch alle guten Dinge sind drei. Es hilft ja irgendwie alles nichts. Ah, das geht mir auf die Nerven. Jetzt muss ich vor allem den Scheiß auch nochmal machen. Boah, Mario, Skiller, kannst du doch was? Der behinderte Pinguin. So, nachdem ich keine Lust habe, jetzt hier nochmal hochzulaufen. Gibt's jetzt einen Safe State? Ist mir egal. Jetzt läuft er doch bestimmt wieder los, oder? Oh, wir haben es geschafft. Oh. Gut, wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. So auch in diesem Fall. Und jetzt müssen wir nur noch zum Stern. Nein! Nein, nein!
Oh mein Gott, ich bin gerade wirklich runtergefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn hier für ein Iglu? Oh mein Gott, das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Oh, verflucht. Na gut, da kenne ich nichts, ne? Was? Jetzt hat er mich erwischt? Wahnsinn, Alter! Na komm, noch ein Schritt. Ja. Oh Gott, ey, das musst du dir mal vorstellen, ey. Du konntest das früher nicht speichern. Und dann ist dir das passiert wie mir hier gerade. Da gehst du doch ein. Da gehst du doch ein. Warum hat er eigentlich einen fucking Baum auf seinem Kopf? Er klimme den Kopf. So, was kommt als nächstes? Wage dich ins Eis. Ja, aber was genau ist damit gemeint? Ich würde ja gerne mal wissen, was es hier auf sich hat. Weil, wie war das hier? Wage dich ins Eis klingt halt so... Ah, ich kann hier wirklich rein. Ist das, glaube ich, nur ein... Ja, wie soll ich sagen, ein Labyrinth gewesen quasi. Dass dank Kamera man auch überhaupt nichts sieht. Oh, das war ja easy. Wage dich ins Eis, so einer der behindertsten Sterne ever. Das ist aber mal super einfach. Okay, krass. So, direkt der nächste. Gehe zum Eissee. Okay, und dann? Der Eissee ist doch das, was mich verletzt. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo der Eis, was der Eis, oder was genau sie jetzt mit dem Eissee meinen. Ich vermute eigentlich das hier. Und warte mal, vielleicht habe ich hier einen guten Hinweis. Wer baden möchte, sollte sich besser in wärmere Gefilde begeben, denn hier ist es auf jeden Fall zu kalt. Aber was konnte ich machen? Man konnte irgendwas tun, weil ich muss ja auch eine Chance haben, an die Münzen zu kommen. Kam hier vielleicht irgendwo ein Krugerpanzer raus oder so? Das weiß ich halt jetzt nicht mehr. Ich sehe nichts. Boing! So. Und... Nee, es ist nur ein extra Life. Da gibt mich ein Schneemann. Was ist denn er für einer? Oh, das ist wieder diese Faker. Okay, also wie gesagt, keine Ahnung, was sie damit meinen. Vielleicht steht hier irgendwas Interessantes. Ich würde es ganz gerne lesen, aber irgendwie hatte Mario andere Interessen. Lies jetzt, was da steht, Mario. Achtung, Achtung, versuch bloß nicht, den Berg mit dem Dreisprung zu erreichen. Außerdem ist das Wasser sehr kalt. Deine Fitness könnte bei einem Bad großen Schaden nehmen. Was ist denn da drüben? Na, ich will mal auf einen von den Dudes da drauf. Weil ich habe da hinten nämlich gerade was sehr, sehr Interessantes gesehen. Ob ich da drauf komme mit einem gezielten Sprung? Ach so, dann geht er so kaputt. Aha. Ich dachte, der würde mir jetzt helfen. Aber tut er nicht. Wie komme ich dann darüber? Reicht es? Es reicht. Dicke. Cool. Hier ist nämlich auch noch eine rote Münze. Gut zu wissen. Da ist der Koopa-Panzer. Ich wusste, es gibt hier einen. Oh, da gibt es sogar einen Stern. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Musste aber eigentlich schon fast, gell? Gehe zum Eissee. Ist sogar die Challenge.
Das ist sogar so. Geh zum Meister. Dann kommen jetzt wahrscheinlich die 8 roten Münzen. Die ich jetzt in Kombination wieder mit den 100 Sternen Münzen mache, oder was? Ich muss jetzt auf jede Münze hüpfen. Weil irgendwo immer dieser komische Dude sein kann. Genau, den meine ich. Aber der gibt wenigstens gut Münzen. So, auf euch hüpfe ich jetzt nicht alle drauf. Das dauert mir nämlich auch zu lange. Ich mache jetzt so kaputt. Naja, solange hier jeder 3 Münzen gibt, sag ich mal. Könnte das mit den 100 sogar machbar sein. Kommt natürlich drauf an, wie viele noch so rumliegen. Aber wir kriegen das schon hin. Wäre zumindest sehr geil. So, also hier wäre erstmal alles erledigt. Ach, ich wollte gerade sagen, das Ding ist noch gar nicht offen. Kann ich dich irgendwie kaputt machen, indem ich ganz oft um dich rumrenne? Ich glaube nicht, ne? Doch, doch, doch. Er geht kaputt und er gibt tatsächlich auch Münzen. Also muss ich es ja quasi machen. Das war eine komische Kombination, aber... Oh, dann gib mir mal die ganzen Münzen hier. Ja, hey, wer rastet denn hier so aus? Oh! Das ist ja gut, ich gehe ja schon. Hallo, ich will hier raus. Wieder so ein Schneemann. Komm, hier. Sei mal verwirrt. Und gib mir am besten gleich... Jawoll, alle 3 auf einmal. So, jetzt muss ich mich noch um den Dude hier kümmern. Wie, du lässt nur 2 Münzen sprengen. Oh, der ist nicht so spendabel wie die anderen. Und immerhin haben wir mal eine rote. Die erste. So. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall den Cooper-Panzer. Ah, ich will auf die gar nicht drauf springen, das dauert mir nicht so lange, haben wir gesagt. So, hier müsste jetzt noch irgendwo einer mit der Luigi-Mütze sein. Ich glaube, der Dude. Ach komm, ich bin genau drauf gesprungen. Bleib mal hier. Da gibt es nämlich extrem viele Münzen, muss ich sagen. Boah, die Münze. Übel schnell unterwegs. So, die letzte kriege ich gar nicht mehr. Ah, da hinten wäre sie gewesen. Nee, ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, so, da kommt ja nur ein extra Leben raus. Da brauche ich nicht mehr machen. 43 Münzen schon, es geht. Ich komme gar nicht so schlecht vorwärts. So, der halt einfach auf die Fresse hauen. Dann machen wir einen schönen Dive. So, und jetzt bin ich nochmal gespannt. Komm mal hoch. Ups, das habe ich, glaub ich, jetzt versagt. Nein, daneben gesprungen. Nein. Muss ich sogar auf die Münzen hier verzichten, ne? Na ja, dass ich nicht schnell genug darüber komme. So, jetzt hat Cooper-Panzer. Du bist ganz, 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 ganz wichtig. Oh, guck mal. Da oben sind noch rote Münzen. Oha, da sind sogar ein viele. Oh nice, dann hätten wir ja schon alle. Das ist ja simpel. Das war ja wirklich simpel. Eieieiei. Ja, mehr können wir hier jetzt allerdings auch nicht machen. Weil da kommen wir ja nicht hoch. Ha, geil. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte es einfach benutzen, so als... Nein, nein. Oh, wirklich? So als Schanze. Ich muss nämlich die Münzen da drüben noch kriegen. Oh, er hat's wieder geschafft. Ich bin manchmal erstaunt er mich doch ein bisschen, der Mario. So, aber es wird jetzt schon knackig, ey. Ich hab schon alle roten Münzen und ich bin erst bei 63.
Das ist jetzt nicht die Welt. Ich muss jetzt da runter, ne? Oder war es schon zu... Ne, hier muss ich nicht hin. Da drüben muss ich hin zu dem Iglo.